Ein Brunch als Blind Date. So ist das bei meinem nächsten Backstage Brunch. Es treffen sich Jasmin Wagner und Carsten Walter. Die beiden haben sich also noch nie wirklich gesehen oder kennengelernt. Carsten ist im Schlager schon seit vielen Jahren bekannt und angekommen mit seiner Band damals mit Feuerherz. Und Jasmin Wagner ist im Schlager eher eine Newcomerin, das kann man glaube ich schon so sagen, mit ihrem letzten Album, ein großer Erfolg und zuvor aber ganz, ganz groß und erfolgreich in den 90er Jahren als Blümchen. Nun dürfen die beiden sich kennenlernen und ich bin froh, dass wir dabei sind. Viel Spaß mit einer neuen Folge Backstage Brunch. Hoffentlich werden wir nicht erst wieder rausgelassen, wenn wir das ausgegessen haben. Aber ich finde, zum Brunchen gehört ein Bananenbrot dazu. Was machst du denn da Schönes? Das sieht aber lecker aus. Hallo! Wow, hey! Wir haben uns ja noch nie gesehen, ne? Ich bin Jasmin. Ich bin der Carsten, hallo. Ich würde dich jetzt voll gerne umarmen, aber wir dürfen leider nicht. Ich mache mit Freunden manchmal so. Oder wir machen so mit dem. So geht so. Auch. Nein, aber. Freut mich. Auch. Ja. Ich hoffe, du hast sehr viel Hunger mitgebracht. Ich habe sehr, sehr viel Hunger mitgebracht. Guck mal, wie schön das ist. Verhungern werden wir heute auf jeden Fall nicht. Was hast du denn da mitgebracht? Das sieht aber echt sehr spektakulär aus. Ja, das habe ich besorgt aus Hamburg, aus der besten Bananenbrotbäckerei der Welt. Das sieht man auf jeden Fall. Gibt es in Hamburg. Da hat sich jemand auf Bananenbrot spezialisiert. Also diese kleine Manufaktur stellt nur Bananenbrote her. Ich wollte gerade sagen, weil so ein Bananenbrot habe ich wirklich noch nie gesehen. Ja, und ich dachte... Hast du nicht selbst gemacht, oder? Doch, ich hab's selbst gemacht. Ach was. Ich habe natürlich auch was mitgebracht. Was kann das wohl sein? Das ist ein ziemlich spannend aussehender Käsekuchen. Käsekuchen, ja. Ich liebe ja Käsekuchen über alles. Ich liebe den auch. Vor allem den von meiner Mama. So die Zeit zu Hause. Ich wohne ja jetzt seit 2 Jahren in einem anderen Bundesland. Ich komme aus NRW. Und Käsekuchen erinnert mich einfach immer an meine Heimat, an meine Familie, an meine Mama. Ja, also wenn du das gerade siehst, Mama. Schöne Grüße, ich hab dich lieb. Da, wo es so warm ist und wohlig genau. ist. Aber es ist witzig jetzt gerade. Es ist so ein bisschen wie so ein Blind Date. Hattest, so ein du, Blind schon, Date, hattest du schon mal ein Blind Date? Ich hatte in der Tat eigentlich noch nie so ein richtiges Blind Date. Ich meine, es ist ja eigentlich kein richtiges Blind Date, weil dich kennt man ja. So, dürfen wir denn schon probieren? Absolut. Ja, ne? Wann hast du angefangen, Kaffee zu trinken? Boah, das ist eine gute Frage. Wann habe ich angefangen, Kaffee zu trinken? So richtig, als ich in die Band damals gekommen bin. Ja. Welche Band? Welche Band? Ich war ja vor meiner Solo-Karriere, die ja gerade erst angefangen hat, ne, dieses Jahr, in einer Boyband bei Feuerherz. Ah, cool. Eine Schlager-Boyband. Ich war 10 Jahre im Theater, ich war so ein bisschen, ich war nicht so drin. Aber ich bin jetzt ja neu im Schlager-Business. Also insofern finde ich das ganz toll, Kollegen kennenzulernen. Ja, und aber das kannte ich. Feuerherz hast du schon mal gehört? Wie viele wart ihr? Wir waren 4. 4, okay. Genau. Wir haben, ich hast ihr euch angefangen. Jetzt oder seid ihr noch kuschelig miteinander? Wir sind immer noch kuschelig okay. miteinander. Auch wenn eine Trennung im guten Verlauf, dann macht man erstmal so seins. Richtig, genau. Oh, hi. Hallo. Wir haben viel zu essen. Magst du auch was? Nimm dir eine Stulle mit. Wir schaffen das nicht alles. So, jetzt kommt das erste Spiel, glaube ich, oder? Buzzer. Ah, vor euch liegt ein Buzzer. Das ist korrekt. Mhm. Den ihr abwechselnd drückt. Giovanni stellt euch dann eine Frage, die ihr beantworten müsst. Für eure Antwort habt ihr 5 Sekunden Zeit. Jasmin beginnt. So. Tudum. Oh. Ah, da er hat so ein spannendes. Was ist für dich in einer Beziehung wichtig? Okay, die Frage geht jetzt an dich, ne? Ja, die geht an mich. Okay. Bist du eigentlich in einer Beziehung? Ich lasse mich gerade scheiden. Wirklich? Weiß man das schon oder ist das jetzt ja, hier? Ja. Okay. Ich gehe da relativ offen mit um, weil ich finde. So ist das Leben eben. Ne? Also wir sind zwar Leute, die beobachtet werden in ihrer Arbeit, aber wir gehen manchmal durch dieselben Erfahrungen und dann auch lieber sagen, so ist es. Ich glaube, für uns war das die richtige Entscheidung. Wir sind glücklich getrennt. Ja, man merkt es auf jeden Fall. Ich finde das schön, wenn man so positiv damit umgehen kann. Ne? Ja, also. Das ist auch Teil von dem, was ich hier mitgebracht habe. Diese Kerze, das erkläre ich dir noch, weil ich eben... Wichtig finde, dass man beide Seiten im Leben irgendwie okay findet. Ne? Ja. Wir reden immer von guten und schlechten Seiten, aber es gibt halt die herausfordernden in meinen Augen und die leichter fallen. Wow, gleich mehr sehr dazu. Weise. Von dir kann ich noch sehr viel lernen. Ja, ich bin auch sehr viel älter als du. Ach Quatsch. Ich hatte ein bisschen Zeit zum Üben. Jetzt ist mir eigentlich nur noch wichtig,
dass ich mich mit jemandem so gut verstehe, dass wenn drumherum gar nichts los ist, dass das groovy ist. Das fand ich früher total boring. Es ist nichts los, es ist Sonntag, es ist nur Glotzen, es ist nur eine Couch, es ist vielleicht nur eine Pizza bestellt, aber es ist das Allerbeste, weil ich mache das mit dem Menschen, der mein Lieblingsmensch ist. Wow. So. Und es hat sich so geändert. So, bin ich jetzt dran? Ja. Ja, ich bin schon echt aufgeregt. Giovanni, ich hoffe, du hast eine fiese Frage. Ich hoffe nicht. So, wollen wir mal schauen. Na, jetzt kommt's. Welches italienische Gericht kannst du am besten kochen? Eieieiei. Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil ich bin ja Viertel Italiener. Also ich habe italienische Wurzeln. Und muss aber leider zugeben, also viele wissen das ja auch schon, dass ich so gar nicht begabt bin in der Küche und auch wirklich eigentlich nie koche. Aber es gibt eine Sache, die ich, wo ich behaupten würde, dass ich das schon ganz gut kann. Das ist Spaghetti Bolognese. Mhm. Kann ich auch gerne mal für dich kochen. Wenn du mal vorbeikommst nach Berlin, dann lade ich dich ein. Dann machst du ein schönes Bananenbrot für uns, fürs Frühstück. Und ich habe auch ein paar andere Sachen noch. Kannst du Italienisch? Nein, also ich singe Italienisch ab und zu mal. Ich habe auch einen Song auf dem Album, wo ich Italienisch singe und habe auch in der Vergangenheit mit Feuerherz ab und zu mal Italienisch gesungen. Aber, und ich verstehe auch viel, weil ich Französisch sehr lange in der Schule hatte. Aber so fließend reden kann ich leider nicht. Aber es ist so eine schöne Sprache, ne? Ja. Voll. Ja. Ihr könnt ja mal ein Duett machen. Giovanni, ja, Duett, Giovanni, bitte. Also mit ihm möchte ich auf jeden Fall noch mal Italienisch singen irgendwann mal. Ne? Also Giovanni, weiß Bescheid. Bescheid. Ach so, und früher, wer hätte zu so Streit, also mit meinem ersten langen Boyfriend, da habe ich schon Sachen aus dem Fenster geworfen. Echt? Mhm. Der hat dich so aufgeregt? Ja, ich fand das, glaube ich, auch irgendwie, als ich so jung war, auch toll, mich so aufzuregen. Ja. Das, also mit Türen knallen und jemanden ausschließen und dann halt sich dann aber auch groß, also diese quasi große Oper inszenieren. Heute mache ich das nicht mehr. Heute würde ich sagen so. Nee, kein Bock mehr auf Anstrengung. So definiere ich heute auch anders. Aber ich also du bist das auch eine temperamentvolle Person. Ja, ich fand das früher irgendwie auch groovy, dass wir uns so... so ja, ich meine, das hält ja auch die Beziehung so ein bisschen am Leben, ne? Und das Feuer irgendwie. Ja, also ich würde das heute wirklich nicht mehr haben wollen. Dann würde ich sagen, so, nee, ja, zu anstrengend. Ich bin wahrscheinlich auch schon zu alt für, aber... Handy fliegt aus dem Fenster. Was machst du? Also irgendwie, ich finde es auch gut, dass ich jetzt so darüber lachen kann. So, aber das wollte ich. Das sind ja auch Erfahrungen, ne? Ja. An denen wächst man ja auch. Genau. Aber wahrscheinlich ist heute, wenn man in einer anderen Generation ist, so Streit noch anders. Dann macht man wahrscheinlich das Handy aus. Oder ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die sich heutzutage noch streiten. Genau. Ich glaube, die entfolgen sich einfach bei Instagram oder blockieren sich bei WhatsApp. Man blockiert sich. Ich glaube, das ist so der moderne Streit heutzutage. Ne? Wurdest du mal geghostet? Ich wurde noch nie geghostet. Wurdest du schon mal geghostet? Schon, ja, auf jeden Fall. Echt? Ja. Aber in der Zeit, wo du dann jetzt in einer Beziehung, nee, das geht ja dann, also dann davor so, wahrscheinlich. So beim Daten. Beim Daten. Ja, ja. War einfach verreist, verzogen, hat keinen Absender hinterlassen. Genau. Also, kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Mein Mann so, ne? Ja, aber mir wurde auch schon das Herz gebrochen. Wirklich, ja. Rette mich, Giovanni! Was ist dein bester Fitness-Tipp? Ha! Sport machen. Siehst auch sehr sportlich aus, muss ich sagen. Ja, gibt da auch Höhen und Tiefen. Ne? Ich bin natürlich nicht immer so Rakete, wie ich gerne wäre. Die coolste Sache, finde ich, ist tatsächlich diese Übung, die Burpee heißt. Burpees sind wirklich... Wie viele Burpees kannst du? Es gibt ja verschiedene Burpees. Ne? Also du meinst jetzt die, wo man springt, sich wieder hinlegt, springt. Sollen wir mal testen, wer mehr kann? Nein, also... Die wollen noch was essen. Wollen wir oder wollen wir nicht? Also Burpees, es sieht ja so leicht aus, ne? Wenn man es jetzt nur... Also guck mal, für alle, die es vielleicht nicht kennen, wir machen es jetzt mal vor. Okay. Also vielleicht machen wir es ja auch unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also mein Burpee geht halt so, ich springe so runter und dann springe ich so hoch, meine Hose reißt und springe dann so hoch. Genau, bei mir... Ja. Also so. Genau. Und hoch. So. Genau, perfekt. Meine Hose kann das nicht, aber... 3, 4, 5... Und dann hat man ja dann den ganzen Körper so durchgearbeitet. Wie viele Burpees kann ich? Also jetzt gerade fühle ich mich sehr fit. Ich glaube, ich würde 20 Stück schaffen. Ja. Würde ich auch schaffen, aber wahrscheinlich kannst du sie schneller. Und mein Workout... Ist für den ganzen Körper perfekt. Also, ne? So, Giovanni, ich bin gespannt. Hau raus. Was brauchst du bei einem Hangover?
Und das ist, was brauche ich bei einem Hangover? Was brauche ich bei einem Hangover? Einen neuen Kopf. Boah, auf jeden Fall ganz, einen neuen Kopf, der ist gut. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Wasser. Ohne Wasser geht gar nichts. Also ich trinke dann erstmal so 2 Flaschen Wasser. Und dann brauche ich auf jeden Fall ein sehr gemütliches Bett. Am besten noch meine Freundin neben mir. Lang zu! So. Ich wünschte, ich würde sofort denken, ich hätte Bock auf Rohkost, aber ich will dann immer irgendwie... Erstmal was Süßes, ne? Aber was gibt's denn hier so Leckeres? Macarons. Hey. Hey, Anja. Das ist Dankeschön. Dankeschön. Okay. Noch mehr Post. Überraschung. Das Erlebnisbrunch. Voll. Fans sind die Größten. In den Umschlägen für euch findet ihr Fanfragen für euer Gegenüber. Stellt sie und beantwortet sie gegenseitig. Ehrlich. Ich beginne, okay? Mhm. Wie lief dein erstes eigenes Musikvideo? Das ist ein großes Ding, das erste eigene Musikvideo. Voll, ne? Ja. Das ist ja so witzig, weil ich habe schon echt viele natürlich gedreht in meiner Vergangenheit. Aber das war so das allererste Mal, dass die ganze Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war und dass es wirklich nur um mich ging. Und ich war unfassbar nervös. Ich konnte auch die Nacht davor nicht schlafen, muss ich ehrlich zugeben. Ne? Es war unvergesslich und der schönste Dreh, den ich mir hätte vorstellen können für mein erstes Musikvideo. Und dann kommt die Musikvideopremiere. Wie guckst du das dann allein? Ich war gerade in Berlin unterwegs und habe es dann auf meinem Handy geschaut. Und ich weiß noch, das hört sich jetzt so blöd an, ne? Aber ich habe einfach wirklich angefangen zu weinen. Gut. Also ich habe am Ende so Gänsehaut bekommen, dass ich wirklich geweint habe. Jetzt kommt eine Frage an dich. Mit welchem Künstler aus den 90ern hättest du gerne ein Featuring gehabt? Kind? Ja, die Frage finde ich mega. Die hätte ich dir auch gerne gestellt. Aus den 90ern. Kurt Cobain. Mm. Britney Spears. Ein Duett mit Britney. Wow. Legendary. Das hätte auch gut gepasst, ne? Ja. Ich und hast alle Boygroups. Hast du die alle mal live getroffen damals? Ja, bestimmt, oder? Die großen Stars. Ja, viele, weil sie haben in Deutschland angefangen. Die Backstreet Boys, NSYNC, Britney, die hatten alle einen Manager, Lou Pearlman, der lebt inzwischen nicht mehr. Der hat dann zu meiner Managerin tatsächlich immer gesagt, so, erzähl mal, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr Jasmin gefunden? Und dann haben die sich darüber ausgetauscht und hat er gesagt, I keep it in mind, that's very smart. Und dann hat er sich, glaube ich, auch auf die Suche gemacht nach eben... Nein, und dann auf einmal kam Britney Spears. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist ja krass. Es gab auf jeden Fall dieses Gespräch und, cool. Und ich habe dann mit Britney auch abgehangen. Klar, auch mit diesen Backstreet Boys und NSYNC, wir haben halt so... Hast du auch, das war halt so wie Backstage jetzt. Ich könnte jetzt stundenlang über dieses Thema reden. So, wie waren die drauf? Was habt ihr gemacht? Was habt ihr gegessen? Die was waren habt ihr so getrunken? Wie wir. Wir haben halt gegessen, getrunken, abgehangen. Hier, Frage für dich. Ich finde es so witzig, dass du Carsten heißt. Das ist komplett egal und es soll auch kein Diss sein an alle Carstens. Ich dachte, du bist, also als ich hörte, ich treffe einen Carsten, dachte ich, du wärst auf jeden Fall älter. Das ist ein ungewöhnlicher Name. Ist das jetzt find. Die Frage gewesen? Nein, das ist so mein, weil ich jetzt so mein ungewöhnlicher ja, ne, Name finde ich für so einen jungen Mann. Aber es gibt halt auch keine Abkürzung. Aber hast du einen Spitznamen? Blümchen? Ach, deswegen Blümchen. Ja, tatsächlich. Meine Mutter hat mich immer Blümchen genannt. Das wissen auch die Leute, deine Fans da draußen, dass das so der... Ja. Weil ich höre das gerade zum ersten Mal. Ja. Wow. Es ist so kurios, weil es gab damals das Modul, die haben Frühlingsgefühle gesungen und dann sollte ich wie ein Computerteil heißen. Und dann habe ich gesagt, das ist merkwürdig. Und dann haben sie gesagt, wie nennt sie dich? Ist mein Spitzname. Können wir den nehmen? Ja. Also, Blümchen. Ja. Ja. Wow. Ja. Und jetzt du bist auch so eine richtige Blume. So positiv, farbenfroh, voller Energie. Frage an Carsten. Wer inspiriert dich musikalisch? Wer inspiriert mich musikalisch? Also, ich muss ja sagen, also mein Vater macht auch Musik. Echt? Jetzt schön. gar nicht so beruflich. Also, wenn er das sieht, der wird sich jetzt auch wundern, dass ich ihn nenne. Aber er macht halt sehr, sehr viel zu Hause. Und er arbeitet echt fast jeden Tag an seiner Musik. Er schreibt Songs. Mhm. Auf welchen Song bist du besonders stolz? Es gibt so eine gewisse Grundliebe, finde ich, für jedes Thema eines Liedes. Es gibt diese Ballade, Lass los, die hat eben mit der Trennung zu tun, die ich jetzt erlebt habe. Und ich kann das Lied nicht hören, ohne zu heulen. Und es ist richtig ärgerlich, weil ich muss das echt üben, dass ich dann irgendwie diesen Reiz ja runterdrücken kann. Ja. Es ist schon so, dass ich Herz an Herz als am Anfang meiner Karriere als etwas sehr Besonderes empfinde, weil es eine magische Melodie ist, die Paso Doble geschrieben hat. In den 80ern war das schon ein Hit. Bei mir wurde das nochmal so ein Hit und ich glaube, fast
jeder könnte damit einen Hit haben, weil es irgendwie so eine magische Melodie ist. Aber wir haben es vielleicht auch ziemlich cool gemacht in den 90ern. Und von meinem neuen Album mag ich sehr gerne Spring in mein Herz. Weil das irgendwie für mich, du hast ja jetzt schon erkannt, dass ich komische Bilder aufmache oder andere Bilder aufmache. Und für mich ist Spring in mein Herz ein Ausdruck für Verlieben. Mach dein Herz auf, ich springe rein, du machst dein Herz auf, ich springe bei dir ins Herz. Weil man muss halt mutig sein immer. Und ich finde, so mit Anlauf in etwas reinspringen, braucht man Mut zu. Und so ist Verlieben in meinen Augen auch. Wow. Also ich muss mir dein Album auf jeden Fall anhören, wenn es draußen ist. Ist schon draußen. Ja. Ich werde es mir auf jeden Fall heute Abend noch runterladen. Das heißt von Herzen. Super, super, super. Soll ich dir noch sagen, warum es von Herzen heißt? Ja. Ich habe ja Theater gespielt 10 Jahre und auch ein Stück von Goethe. Und Goethe hat ein Zitat uns gegeben der Welt. Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Wow. Ja. Warum ist der Spiegel da? Der Spiegel, in den du immer guckst. In den ich immer gucke. Nein. War für mich, ist symbolisch eigentlich steht für mich eigentlich für die Corona-Zeit, weil ich sehr, sehr viel Zeit hatte, um zu reflektieren. Deswegen auch Spiegel, Reflexion. Ich hatte sehr viel Zeit, um nachzudenken. Es hat sich natürlich sehr, sehr viel auch verändert in meinem Leben. Die Band hat sich ja genau vor der Pandemie getrennt. Und dann auf einmal war so viel Veränderung in meinem Leben, dass ich damit gar nicht so richtig gut umgehen konnte. Ne? Und das war für mich dann eine Zeit, wo ich natürlich auch erstmal viel mit mir selbst beschäftigt war und auch geschaut habe, so, was sind eigentlich meine Stärken, was sind meine Schwächen, und ich auch meine Schwächen erkannt habe. Mir ist zum Beispiel auch sehr, sehr bewusst geworden, was eigentlich die wichtigen Dinge im Leben sind. Ne? Dass ich einfach auch mal vielleicht öfters mal meine Eltern anrufen sollte oder meine Großeltern noch. Und das sind so wirklich so kleine Dinge, wo ich gemerkt habe, boah, Carsten, du bist so mit dir selbst eigentlich beschäftigt und so, weil du natürlich in dieser Welt gerade drin bist und du musst da Vollgas geben und so weiter und so fort, dass man aber einfach eigentlich vergisst, was so die eigentlich wichtigen Dinge im Leben sind. Wie du eben auch schon gesagt hast, so die kleinen Dinge machen es eigentlich aus. Deswegen ist das auch für mich super interessant, dir zuzuhören, weil du das ja auch alles schon echt extrem groß damals auch erlebt hast, und deswegen finde ich das immer super beeindruckend, wenn man dann so reflektierend auch darüber reden kann, weil ich glaube, du hast auch sehr viel reflektiert. Immer mal wieder Phasen des Umbruchs, der Veränderung, und ich finde es das schön, dass du das sagst, und ich denke auch, ich könnte öfter meine Mutter anrufen. Mein Gegenstand passt da auch gut zu, denn die Kerze steht für Lebendigkeit und Endlichkeit. Da denke ich viel drüber nach, dass wir, meine Theorie ist, unseren Job auch haben, weil wir auf der Bühne so wahnsinnig lebendige Momente erleben. Mhm. Viele nennen das so Adrenalin oder sowas. Also ich nenne es pure Lebendigkeit. Ich glaube, dass man da auch ein bisschen süchtig nach wird. Ja, ja, ja. Und das Gegenteil ist natürlich Endlichkeit. Ich weiß nicht, meine Eltern werden älter, was kommt als nächstes? Das sind so Dinge, über die ich nachdenke. Und auch, dass man in unserer Gesellschaft den Tod so ausklammert, beschäftigt mich. Weil wir werden geboren und das wird mitgeliefert. So. Und wenn ich über den Tod nachdenke, dann ist das ein unangenehmer Gedanke, obwohl er so essentiell zum Leben dazugehört. Ich habe jetzt noch nicht wirklich Leute verloren. Meine Großeltern sind früh gestorben. Ich frage mich, warum wir so überfordert sind, wenn wir Liebeskummer haben, wenn was schlecht läuft, warum wir denken, wir können darüber nicht reden, dass man nicht sagen kann, ich habe Angst vor dem Tod. Wie geht's euch? Das wird so ausgeklammert. Und ich würde mir wünschen, dass wir mit diesen Sachen, die scheitern und im Dunkeln sind, so dass man damit so eine Kultur entwickelt, dass man drüber reden kann. Weil wir machen das alle durch. Wir haben jetzt wahrscheinlich dieselben Gefühle zu all diesen gräulichen, dunkleren Themen auch. So. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja. Wenn du über Endlichkeit nachdenkst, ich frage jetzt einfach, es ist eine krasse Frage, aber das ist wirklich eine sehr, sehr krasse und tiefgründige Frage. Hast du, das sind ja so Themen, die man um 2 Uhr morgens irgendwie bespricht. Ja. So Wenn du an den Tod denkst, was passiert mit dir? Macht dir das auch Angst? Mir macht es auf jeden Fall Angst. Also, aber meine größte Angst ist, wie du auch eben schon gesagt hast, Menschen zu verlieren, die ich liebe, weil ich das auch noch nicht erlebt habe und in der Form. Und das ist natürlich etwas, was mir extrem Angst macht. Und weißt du, was mich dann tröstet, wenn ich mir vorstelle, ich müsste ewig leben? Da habe ich dann auch keine Lust. Ich habe gar keinen Bock drauf, oder? Also nee. Deswegen. Hello. Noch ein Spiel. Du fängst an. Okay. Irgendwann musst du auch was essen. Mhm. Achso, ich fange an.
Jenseits von Reden. Jetzt wird's kniffelig. Auf den Karten in euren Umschlägen findet ihr Songtitel von euch. Stellt die Titel eures Brunch-Partners pantomimisch dar. Euer Gegenüber muss raten. Erkennt ihr eure eigenen Songtitel, wenn sie euch so vorgestellt werden? Carsten, du fängst an. Yeah. Mensch, wäre ich heute richtig sportlich aktiv, ne? Da bin ich mal gespannt, ob du deine eigenen Songs überhaupt kennst. Ja, ich bin gespannt, was für ein Pantomime du bist. Oh. Direkt fängt schon mal sehr schön an. Hund, Katze, aber Maus. Gibt's ein Zeitlimit? Nein, ich mache einfach irgendwas, mach. Ne? Okay. Spring in mein Herz. Ja. Perfekt. Das war ja einfach, ne? Ja. Du bringst mich um den Verstand. Du bringst mich um? Ja. Ja, du bringst mich um den Verstand. Habt ihr euch echt coole Songs rausgesucht? Ne? Tata. Nee, ja. Also. Ah, den Song kenne ich. Naja, eigentlich einfach. Bumerang! Ja. Sing du den mal? An den habe ich zum ersten Mal gedacht. Ha? Bumerang. Wie ein Bum, 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 Bumerang, komme ich immer wieder bei dir an. Komm näher. Komm näher, wir sind auf der Neue. Aber es macht Spaß. Ja, es ist schön, dass der Mund zum Reden da ist, aber es ist natürlich auch toll, wenn er einfach nur ein bisschen kaut. Genau. Ja, wir haben ja jetzt hier so viel Leckeres auf dem Tisch stehen. Ja. Ich möchte so weit still sein. Wir müssen jetzt ein bisschen mal was essen, oder? Ich muss mich jetzt mit den Macarons beschäftigen. Mmh. Mmh. Die sind gefüllt, schau mal. Ja? Muss ich auch mal probieren. Oh. Welche Farbe hast du? Genau. Weißt du, was ich gerne mache? Wettessen. Ja? Wollen wir das mal machen? Ne, also eine Tüte Chips, Wettessen, irgendwas, was halt total eine Schmerzlösung ist. Habe ich nicht mehr gemacht. Aber das ist eine gute Idee für, meinen, für die was nächste Party, ne? Wir müssen irgendwas wettessen, so wie das hier die Banane. Hier nehmen wir so ein Törtchen. Oder? Oder ist das zu klein das für dich? Zu klein. Eine Banane oder so würde funktionieren. Ich dachte jetzt irgendwas Süßes. Ja, aber Banane ist ungefähr gleich groß, oder? Bist du mit einverstanden? Hier, damit mir hier nicht unterstellt wird, dass ich einen Sack... Links. Okay. Okay. Mit? Erstmal aufmachen? Nein, 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 nein. Nein, noch nicht. Ach so. Das ist schon angeknackt. Ah, nein, okay. Dann mach halt auch auf. Ja. Drei, zwei, eins. Wie schnell bist du denn? Fertig. Deine Kleine. Ich trainiere das halt auch. Aber ey, Respekt. Aber jetzt können wir weiter essen. Ja, jetzt mit Manier. Jetzt mit Manier.